So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Mein Inventar ist aufgeräumt. Ihr seht, ich habe noch 160 von verfügbaren 235 Inventarplätzen bzw. Kilogramm Gewichtseinheiten, wie auch immer man das nennen mag. Was ich vielleicht machen werde, ist einfach hier, ich nehme das eh alles nicht. Ich habe hier meine Laserpistole. Die hat einen Haufen Schuss zur Verfügung. Und da würde ich sagen, guck mal hier. Die würde ich sagen, nehmen wir. Und den Rest machen wir mal raus. Aber jetzt machen wir erstmal noch ein bisschen weiter. Wir geben hier die Quest ab. Wir haben ja endlich diese Commonwealth Station. Ne, Cambridge Station, oder? Haben wir geklärt. Oh, Prost auf euch und auf mich natürlich. Und jetzt reden wir mit dem Rias. Wo ist er denn? Ist der Paladin Dance? Ah, ne, der ist da drüben. Und wo? Ach da, guck mal. Heißt der Rias? Wen haben wir denn da? Rias. Das Gebiet ist sauber? Jawohl. Ach, steck mal die Waffe weg. Hallo? Waffe wegstecken. Ich will hier keinen Ärger. Du bringst hoffentlich gute Neuigkeiten. Belohnung, glaube ich schon. Ja. Sagen wir mal ganz ehrlich, ja. Bestätigt. Genau das wollte ich hören. Hier, nimm das. Wenn's dir nicht gefällt, Pech gehabt. Melde dich jetzt bei Paladin Dance. Er hat eine Mission für dich. Cool. Wenn du für den nächsten Einsatz bereit bist, weißt du ja, wo du mich findest. Level 10. Nehmen wir doch gleich mal den nächsten Auftrag an, ne? Ausgeburten zu vernichten? Wie lautet die Mission? Weiß nicht. Wie lautet die Mission? Müll, Mutanten, Ghule beseitigen. Ist für mich das Gleiche. Die warten alle auf ihre Vernichtung. Mhm. Ich bin bereit. Gute Antwort. Hier sind die Daten zur Position. Komm erst wieder, wenn die Mission erfüllt ist. Und nochmal die Reinigung des Commonwealth. Säubere Abfallentsorgung, Chelbirds, blablabla. Da machen wir. Hat der jetzt eigentlich noch was dabei? Habe ich den auch leer geräumt? Hey. Ups. Okay, der ist. Ups, ich drücke immer Escape anstatt Tab. Gut, Paladin Dance. Mit dem sollen wir reden, ja. Dance? Willkommen zurück. Ich hätte da Dance, noch Dance, Dance. Wenn du bereit bist. Gibt es etwas, das ich hier auf dem Revier tun kann? Nein, ich brauche dich im Feld. Reese und Halen haben die Dinge fürs Erste im Griff. Bist du bereit aufzubrechen? Sag mir einfach, was du brauchst. In Ordnung. Im Laufe der Jahre hat die Bruderschaft einige Erkundungsteams in das Commonwealth entsandt. Das letzte Team ist vor 3 Jahren aufgebrochen. Man hörte nie wieder von ihnen. Offiziell gelten sie als vermisst. Wahrscheinlich sind sie tot. Gab es eine Rettungsmission? Nein. Die Bruderschaft hat weder die Ressourcen noch das Personal für eine solche Suche. Jeder, der sich für Erkundungsmissionen meldet, kennt die Risiken. Unser Leben hängt von unserer Ausbildung und von unseren Teamkollegen ab. Aber wenn wir ein Team verlieren, gedenken wir derer in Ehren, die im Dienst ihr Leben lassen. Es obliegt uns, wenn möglich, herauszufinden, was mit ihnen passiert ist. Erstmal noch ein bisschen nachfragen, oder? Das ist 3 Jahre her. Die könnten mittlerweile überall sein. Ihr Einstiegspunkt war in den Hügeln bei Morden. Durchkämme den Bereich und lege ein Suchmuster fest. Achte auf Notsignale über Funk. Alle Erkundungsteams sind mit Notrufsendern ausgestattet, die in einem kleinen Radius Positionssignale senden. Wenn du ein Signal empfängst, solltest du den Ursprung finden können. Mhm. Jetzt haben wir jetzt eine neue Mission bekommen, oder nicht? Ah, da. Die verschollene Patrouille. Suche nach dem Erkundungsteam. Da ist ja einiges zu tun. Okay, die hat nichts Neues für uns. Dann gehen wir mal raus. Da haben wir diese Ladezeit hier. Das ist echt das Einzige, was mich ein bisschen nervt. Und das meine, um richtig aufzunehmen, in richtig guter Quali, so wie ihr es jetzt seht, muss ich leider mein OBS auf Prozessorauslastung etwas höher als normal stellen. Dadurch ruckelt es aber in meinem Spiel ganz leicht. Aber kennt ihr das so ganz nervig? Also es läuft eigentlich flüssig, aber es ist so minimal abgehakt. So ganz, so ein ganz kleines bisschen. Und das nervt mich eigentlich schon ein bisschen.
Also mal gucken, eventuell noch ein bisschen RAM holen. Ich muss mal wirklich nachschauen, an was das wirklich liegt. So, hat euch jetzt aber nicht zu interessieren. Ich gucke, dass es für euch passt. Und wir machen hier jetzt mal, gucken das mal an. Jetzt müssen wir erstmal, das war ja noch die Aufgabe von der Tussi, ne? Würde ich sagen, das machen wir als erstes. Quartiermeister, berge den Reflexkondensator-Technologie aus Wicked Shipping Flottenliegeplätze. Technologie aus Wicked Shipping Flottenliegeplätze. Gibt es da mehrere oder was? Ups, gucken wir mal auf die Map. Ach, ich kann einfach M drücken, ne? Auch auf die Map. So, wo ist das? Das ist fast ganz da oben. Kann ich aber nicht hin, ne? Ah, gehen wir in die Gaststätte und dann gehen wir da runter. Ganz einfach. Nächste Punkt aussuchen und flitzen. Wir flitzen von der Sporthalle und bis zur Sporthalle und zurück. Kennt ihr das? Sehr guter Film. Wer es weiß, kann es ja mal in die Kommentare schreiben. Wenn so dort jemand sieht. So, da sind wir. Und wir müssen hier nicht hin. Hier müssen wir hin. Und was ist das denn? Meine Homebase oder was? Ach, komm mal her. Warum ist hier noch so ein, jetzt so ein Dings? Wir sind zu 50% glücklich und die zu 71%. Wir gehen jetzt aber erstmal hier runter. Muss mal kurz gucken, wo ich meine Nahkampfwaffe auf der 6. Gut, muss ich mir merken. Und auf der 7 ist der Laser, ne? Gut. Und was ist das hier? Das haben wir auch noch nicht entdeckt, oder? Nein. Neues Gebiet hier. Und diese Tageslichtleuchten hier vor mir, die sind verdammt hell. Was haben wir hier? Liegt hier noch was? Oh, auf da, guck mal. Hey! Blähfliege, die machen einen Haufen Schaden, habe ich gehört. Ich auch. Zack. Blähfliegenfleisch. Ich freue mich schon drauf. Ja, oh, wo rutscht er denn hin? Aber der zweite. Naja, scheiß drauf. Jetzt gucken wir erstmal, was es hier noch gibt. Hier waren noch ein paar schöne Sachen, oder? Was haben wir? Aufbereitetes Wasser. Ja, klar, alles mitnehmen. Und hier hoch? Oder rein? Nein. Entscheide ich mich für ja, nein. Ich meine, ja, nein. Soll ich's wirklich machen oder lass ich's lieber sein? Ja, nein. Guck, hier ist ein Schiff. Ach nee, sah hier unten aus wie ein Schiff. Lustig. Nein, ist ein... Ach, hier waren wir doch schon, oder? Waren wir hier nicht schon? War ich doch schon. Was macht das? Macy. Sieht freundlich aus. Abernathy Farm. Die Abernathy Farm. Laborstation. Kann ich das herstellen? Ich habe ja gar nichts dabei, ne? Playfliegenlarve. Ja, machen wir doch. Noch was? Eine Pax-Spritze. Cool, was bringt mir die? Beruhigt das Ziel für 30 Sekunden. Natürlich nehmen wir die. Berserker-Spritze. Jetzt können wir nichts mehr herstellen. Oder? Doch, Droge. Mit Mentats zusammen. Chat und Buffout. Lucy, ist die Wäsche für heute schon fertig? Nein, Mama, ich bin noch Psycho-Chat. Ich bin noch mit den anderen geil, immer wieder. Sachen beschäftigt, die ich erledigen soll. Oh. Ja, verlassen. Pass auf, was du sagst. Sonst bleibst du beim nächsten Mal zu Hause, wenn dein Vater nach Diamond City geht. Ja, ich versuche doch alles fertig zu bekommen, aber die Wäsche dauert ewig. Genug gejammert. Mach einfach mit deiner Arbeit weiter.
Okay, die bemerken uns also nicht, wenn wir hier rumschleichen. Sehr lustig. Nein, ich will hier nichts klauen. Oh, wer ist das hier? Gucken wir mal. Das ist nah genug, Fremder. Wir sind eine friedliche Farm. Wir wollen keinen Ärger. Schon gut, ich will euch nichts Böses. Ich will auch keinen Ärger. Wenn du das sagst, aber sei gewarnt, wir sind bewaffnet. Also mach keinen Ärger. Ich sag dir, die Landwirtschaft ist nicht einfach. Den ganzen Tag auf dem Feld, jeden Tag. Und ständig muss man auf der Hut sein. Ja. Musst du an, vorsichtig sein, das ist erbärmlich. Ja, ist bestimmt schwere Arbeit, ne? Das, was ich mache, ist eigentlich leicht. Ich laufe, renne den ganzen Tag rum im Dauersprint und erschieße Leute. Die Landwirtschaft ist harte Arbeit. Dem stimme ich nur zu. Blake Abernethy, bist du neu im Commonwealth? Wie lange Landwirtschaft lernen? Wie lange gibt es diese Farm hier schon? Seit vielen Generationen. Auf jeden Fall waren mein Vater und davor sein Vater schon hier. Was ist mit dir? Schon mal daran gedacht, das Land zu bestellen? Eines Tages werde ich es sicher versuchen. Dann wünsche ich dir viel Glück dabei. Vielleicht sehe ich dich eines Tages auf dem Markt in Diamond City und wir tauschen unsere Waren. Noch einen Rat. Wenn du eine Farm eröffnest, musst du dich mit den Raidern auseinandersetzen. Warum die viele harte Arbeit, wenn man sich alles mit vorgehaltener Waffe holen kann? Die Minutemen natürlich. Ich hasse Raider. Was ist mit den Minutemen? Wenn du dich uns anschließt, können wir uns gegenseitig bei den Raidern helfen. Was du nicht sagst. Ich dachte, die Minutemen wären alle fort. Als die Raider das letzte Mal kamen, hat meine Tochter Mary ihnen die Stirn geboten. Jetzt liegt sie hinter dem Haus begraben. Sie war erst 21 und sie haben sie ohne zu zögern erschossen. Peng. Jetzt verstehst du, warum ich froh bin, dass die Minutemen wieder zurück sind. Wenn auch etwas zu spät für meine Mary. Das ist furchtbar. Jetzt sind wir hier. Können wir was tun? Ich kann dir nicht viel bieten. Aber diese Raider, die Mary getötet haben, haben auch ihr Medaillon mitgenommen. Es ist schon seit Generationen im Besitz von Connys Familie. Wenn du es zurückholen könntest, würdest du uns einen riesigen Gefallen tun. Weißt du, wo sie herkommen? Ja, ich glaube schon. Einer von ihnen hat Olivia erwähnt, als sie hier waren. Ich vermute, sie haben sich in der alten Air Force Basis verkrochen. Gut, Karte aktualisiert. Wir können den Gefallen erwidern. Melonenernte gebrauchen, falls du Zeit hast. Ja. Ich bezahle dir Kronkorken für jede Melone. Das ist aber nur Tattoo. Das sind nur Tattoo-Pflanzen. Mit dir rum? Da sind das Melonen. Ich wusste, du würdest uns helfen. Natürlich, aber ich gebe sie doch nicht wieder zurück, oder? Lucy. Bist du hier, um die Kronkorken für deine gesammelten Melonen abzuholen? Ja, hier, bitte. Großartig, danke für deine Hilfe. Miss Abernathy. Danke, dass du uns helfen willst. Ja. Nur wenige würden Fremden ihre Hilfe anbieten. Was sagt die noch? Conny? Mit der Schleife im Haar. Nee, die hat gar keine Schleife im Haar. Neu hier? Sagst du auch mal was? Wenn du was zum Handeln hast, kannst du gern mit mir reden. Ja, was steht zum Verkauf? Was hast du vorrätig? Ist nicht viel, aber ich habe ein paar grundlegende Dinge. Munition, Medikamente und so. Klingt gut. Was hat die denn? Ja, kaum Wale. Immer eine Ladung Beton, okay. Ansonsten hat die nur irgendwie Crap. So wie es aussieht. Ment hat's. Ein Toaster. Nee, mehr brauchen wir nicht. So, was, wie kann ich das jetzt eh kaufen? R annehmen. Oh, habe ich jetzt. Nee, habe ich schon fertig. Hatte ich schon gekauft, ne? So, verlassen.
Ich kann nicht behaupten, schon in Diamond City gewesen zu sein. Die größte Stadt im Commonwealth. Brauchst du was? Willst du was wissen? Hier kannst du damit anfangen. Wie läuft der Handel mit Diamond City? Gut, wenn mein Mann mal dazu kommt. Das geht aber nur, wenn die Farm zuvor nicht überfallen wurde. Warum glaubst du wohl, dass ich Munition und Medikamente verkaufe? Du kannst sie nicht verteidigen? Dann schluck dich das Commonwealth. Okay. Gut. Kann ich mit der auch reden? Mit der Katze? Was macht denn die Katze? Nee, mit der kann ich nicht reden. Hier war doch noch irgendwo ein Hund, oder? Okay, hier darf ich eh nichts mitnehmen. Das gehört ja nicht mir. Ja, gehen wir mal weiter Richtung meine... Wo ist denn jetzt eigentlich hier die neue Quest, die wir bekommen haben? Den Gefallen erwidern. Auf Karte zeigen. Ja, guck mal da. Ja, jetzt gehen wir aber erstmal dahin, würde ich sagen. Und aktivieren, holen den Reflexor. Bla bla, schließ mich tot zurück. Das ist ja direkt da unten. Blähfliege. Okay, es gibt Blähfliegen hier, dann machen wir doch direkt mal ein Blatt. Zack. Noch eine? Nein. Oh, warum ist sie weg? Wollt ihr noch looten? Hä? Was war das denn für eine? Wilder Ghoul! Steht der einfach so hier rum? Okay, der ist eh noch in der Hülle drin. Rennt hier einfach ein wilder Ghoul rum. Mitten auf der Straße und denkt, ich sehe ihn nicht. Jetzt will ich erstmal ein bisschen außenrum erkunden. Der Hund. Okay. Hier soll das angeblich sein. Oben drauf oder was? Hier unten drunter. Ja, wahrscheinlich müsste da rein. Also, nein. Ja, den holen wir auch mal da raus, würde ich sagen, ne? So, was haben wir? Dawn. Mit einem Treffer. Guck mal, hier gibt es ja gar nicht so viele. Feld kann es nicht sein. Band könnte es sein. Zwei Treffer. Sand kann es sein. Auch nicht. Scheiße. Ja, dann brauchen wir Klammern. Falscheintrag entfernt. Also Band hatte zwei. War das richtig? Band hatte zwei. Gut. Warum geht das jetzt hier nicht mit der Klammer? Ach, guck mal, hier geht noch was.
Noch ein Falscheintrag entfernt. Kann man noch irgendwo klammern? Zwei gleich mit Band und hier vorne dran noch nichts mehr. Send war falsch. Okay, das heißt aber hier ist nur einer richtig. Das heißt das N oder das D? Oder B, A? Ne, kann nicht sein. Heat kann es nicht sein. Hook auch nicht. Hurt auch nicht. Buddy auch nicht. Dean auch nicht. Hart muss es sein. Wie schön. Richtig. So. Ja, gut. Dann kommt der gute Mann hier raus. Und wird von mir weggeballert. Ein Schuss tot. Klasse. Und nochmal Speicher laden. Kann ich mit dem reden? Verstoß gegen Gewerkschaftsvorgaben entdeckt. Letzte Pause war vor 9.999 Stunden. Der ballert gut rein hier, glaube ich, ne? Ja, dann lassen wir den mal. Ach nee, will ich gar nicht. Ja, verlassen. Komm, geh weg. Gut. Hallo? Der Hund wieder. So, würde ich sagen, hier machen wir eine kleine Pause und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann, tschüss.